Teil 2 von dem Bosch Hockenheim Historik, dieses Mal von der FAHR 100 Meilen Trophy sowie der Can-Am Trophy, die sich zusammengetan haben, denn beide Serien klagen über Teilnehmerschwund und so fand man sich zusammen und brachte ein tolles Starterfeld in Hockenheim an den Start. Für mich die Möglichkeit, zum ersten Mal in einem Can-Am Auto, in einem McLaren M8F Platz zu nehmen und dort am Start zu sein. Aber erstmal hier ein paar Impressionen aus diesem Auto, auch aus Inboard-Aufnahmen. Heute erneut Pole Position in der Can-Am Serie mit dem McLaren M8. Gestern Pole für den ersten Lauf, der heute Abend ist, mit 14 Sekunden Vorsprung vom Zweitplatzierten. Heute im Trockenen 3 Sekunden Vorsprung, aber es reicht immer noch. Zweimal Pole für beide Läufe. Damit bin ich zufrieden. Das war mein erstes Geschenk, was ich mir selber gemacht habe, denn heute ist Geburtstag. Ich feiere den 53. Geburtstag. Aber bevor es ans Feiern geht, heißt es erstmal für das Team normale Check- und Wartungsarbeiten an den Rennfahrzeugen, wie hier zum Beispiel am McLaren M8F. Dort gab es ein kleines Ölleck und dieses gab es zu beheben für den ersten Lauf. Aber typisch Motorsport, hier hört man trotz all guter Vorbereitung, der Anlasser streikt am McLaren. Und dann gab es erstmal leichte Hektik beim Team, denn das sollte das Warmlaufen zum Vorstart sein des ersten Laufs. Und dann gab es nochmal kurze Betriebsamkeit in der Box, um den Anlasser zu reparieren. Dann aber die Erde und die Boxen beben wieder, der McLaren kann gestartet werden. Dann hieß es fertig machen zum ersten Lauf der FAHR 100 Meilen Trophy und das Feld wurde in die Einführungsrunde geschickt. Es gab einen fliegenden Start von der Pole Position aus, der McLaren M8, daneben Felix Haas in der Lola und auch dort hinter eine Lola mit Wolfgang Henseler auf Platz 3 im Gesamt. Dann konnten sich die zwei Führenden etwas vom Feld schon in der ersten Runde absetzen. Aber Felix Haas blieb dran, machte mir im Prinzip das Leben schwer. Danach ein Respektabstand, aber Felix machte Druck. Erst einsetzender Regen brachte für einige Teilnehmer viele, viele Schwierigkeiten. Es gab einige Dreher und Abflüge. Die ersten blieben mit Slicks auf nasser Fahrbahn draußen. Hier sieht man die Problematiken, die Kraft überhaupt auf dem Boden zu bekommen. Und dann
Erst mit dieser Regenphase konnte ich mich langsam von Felix Haas absetzen, denn wir beiden blieben auf Slicks draußen. Andere fuhren die Box an, wie zum Beispiel der Drittplatzierte hier, Daniel Schrey im 935er Porsche, gefolgt vom Wolfgang Henseler in der Lola. Schrey fuhr rein zum Boxenstopp und nach diesen McLaren und Lola, Wolfgang Henseler dann auf der dritten Position, die er auch bis ins Ziel nicht mehr abgab. Und das waren dann die drei Erstplatzierten. Ja, der Regen nahm zu und die Rennleitung hatte Mitleid, auch da wieder ein Teilnehmer off track. Und dann hieß es Abbruch nach 21 Minuten, dann wurde das Rennen abgebrochen und der erste Gesamtsieg auf dem McLaren M8F stand damit fest. Freude beim Team, erster Einsatz, erster Sieg. Ja gut, war ein schwieriges Rennen. Wir sind auf Slicks gestartet, da es trocken war und dann fing es an zu regnen, jetzt immer noch ein paar Tropfen. Das war dann mal ein richtiger Eiertanz, wäre eigentlich was zu Ostern gewesen, denn auf Slicks und dann noch mit dieser Leistung 700 PS oder etwas mehr, das ist schon recht schwierig, das Auto da auf der Straße zu halten, aber konnte die Führung behalten. Der Felix Haas hat ein bisschen Druck gemacht von hinten, aber er hat auch gesagt, mehr ging nicht, wir sind da rumgerutscht und ein Fehler, ein bisschen zu viel Gas geben alleine und schon hast du dich gedreht und bist weg. Und so sind wir beide gut am Limit gefahren, hat sich aber dann nichts getan mit den Positionen, sodass ich gewinnen konnte. Erste Mal Can-Am, erster Sieg, natürlich toll. Und ja, auch Glückwunsch an Felix Haas, der mit Britic Motorsport dort auch gut unterwegs war und auf Platz 2 angekommen ist. Dankeschön. Kinder, happy birthday, mein Lieber. Dafür kriegst du jetzt ein ganz besonderes Lied zum Geburtstag, nämlich die deutsche Nationalhymne. Ja, Lauf 2 endete eigentlich genauso wie der erste Lauf, nämlich Platz 1 Marco Werner, zweiter Platz an Felix Haas vor Wolfgang Henseler, beide auf der Lola unterwegs. Auch wenn Felix Haas lange die Führung innehatte, konnte ich diese Eingangsmotodrom in der letzten Runde wieder zurückerkämpfen und so gab es den zweiten Gesamtsieg.